Ich werde heute in der Sitzung noch einmal auf Quine eingehen, das habe ich in der letzten Sitzung schon getan, um den Übergang zu einer naturalistischen Erkenntnistheorie noch einmal zu ebnen, und die schlägt dann zumindest nach meiner Auswahl mit Daniel Dennett besonders stark durch. Bevor ich aber jetzt auf Quine eingehe, möchte ich noch einmal kurz auf den ersten Teil der Vorlesung zurückschauen, in dem es, Sie erinnern sich, um eine Klärung des Wissensbegriffs ging. Ich möchte das tun, um Ihnen noch einmal aufzuzeigen, dass die Philosophie sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich stark gewandelt hat und deshalb auch der Naturalismus eine sehr dominante Stellung eingenommen hat. Wir sahen im ersten Teil der Vorlesung, Sie erinnern sich, die Frage, was ist Wissen, dass die analytische Tradition der Erkenntnistheorie sich der Klärung zentraler Begriffe widmet. Und das ist ja auch so eine Kurzdefinition von analytischer Philosophie, Begriffsanalyse. Welche Intentionen können wir in einem Begriff entdecken und wie können wir das abgleichen mit den einzelnen Fällen, wo dieser Begriff dann auch vorkommt in der empirischen Wirklichkeit, eben im Bereich der Extension? Gibt es hier wirklich eine Abgleichung mit unserer Intention, mit dem konkreten Fall einer Extension? Wenn man sich diese Begriffsanalyse näher anschaut, dann kann man sagen, dass es sich hierbei um eine Form der Lehnstuhlphilosophie handelt. Also Sie lehnen genüsslich in Ihrem Lehnstuhl und philosophieren halt rein im Verhältnis auch zu einem Begriff. Sie müssen in kein Labor gehen, Sie müssen keine naturwissenschaftlichen Zeitschriften lesen, sondern Sie machen das mit einer Pfeife oder wie auch immer oder mit einem Glas Whisky in Ihrem Lehnstuhl und philosophieren halt so vor sich hin. Jetzt ein Klischeebild. Denken Sie noch einmal an Hilary Putnams Twin Earth Gedankenexperiment, mit dem Putnam die These untermalen möchte, dass Bedeutungsbezüge sich in einem Wechselverhältnis von Subjekt und Objekt entfalten. Denn er sagte ja, also Meanings ain't in the head, Bedeutungen sind einfach nicht im Kopf, sondern sie gleichen sich immer wieder neu ab durch unsere immer neue sich ausgestaltende Art und Weise, die Objektwelt zu ergründen. Diese Lehnstuhlphilosophie erörtert dann, wie gesagt, Begriffe jeweils in den Spannungen von Extension und Intention. Und dabei wird dann geschaut, welche kognitiven Gehalte ein bestimmter Begriff hat und ob er mit unseren Intuitionen, das heißt unseren oder bestimmten Grundüberzeugungen, die wir haben, ob er diesen entspricht oder nicht. Also wir verstehen ja oft nur, ob jetzt ein Gedankenexperiment irgendwie uns etwas erklärt hat, indem wir es abgleichen mit unserer Intuition von dem, was wir zum Beispiel als Wissen verstehen. Es handelt sich hier, man könnte sagen, um eine autonome, rein logisch, reflexiv aufweisende Denkdisziplin. Sie versteht sich dabei nicht einmal als eine Geisteswissenschaft, wie zum Beispiel die Philosophiegeschichte eine Geisteswissenschaft ist oder wie die Geschichte, Geschichts- und die Literaturwissenschaften eine Geisteswissenschaft sind. Die analytische Philosophie oder eine bestimmte Ausgestaltung der analytischen Philosophie versteht sich vielmehr als eine Form der Logik. Sie liest nicht einfach nur Texte und kommentiert sie, quasi so wie Philosophiegeschichte das vielleicht tut, sondern sie entfaltet logische Argumentationsketten, die allein in ihrem eigenen Paradigma eine Legitimität erfahren. Dann würde zum Beispiel ein Kontinentalphilosoph wie Jacques Derrida, der natürlich immer Texte liest und Texte kommentiert und, wie ich versucht habe aufzuweisen, Texte von ihren internen Widersprüchen herliest, dann zwar behaupten, dass auch diese analytischen Philosophen letztendlich auch nur eine Art Geisteswissenschaft betreiben, das heißt Texte schreiben, Texte kommentieren, aber die analytischen Philosophen würden das, glaube ich, als einen polemischen Angriff verstehen. Sie halten sich, wie gesagt, gerade nicht für Geisteswissenschaftler, sondern eher für eine Zwischenform zwischen Naturwissenschaftlern und Mathematikern und Logikern. Also das gehört ein bisschen zum Ethos dieser Disziplin. Also wir machen nicht nur einfach Geistesgeschichte, sondern wir sind eigentlich ein Zwischending zwischen Naturwissenschaft und Mathematik. Das hat auch ziemlich viel Kritik auf sich gezogen, aber auf die komme ich später nochmal zu sprechen. So stehen einzelne Vertreter zum Beispiel der naturalistischen Theorie, Erkenntnistheorie dieser Tradition, der Begriffsanalyse kritisch gegenüber. Und heute geht es ja um naturalistische Erkenntnistheorie und das will ich nochmal deutlich machen. Denn Erkenntnistheorie muss für die Vertreter einer naturalistischen Erkenntnistheorie an die kognitive Psychologie anknüpfen, das heißt an die Naturwissenschaft.
Und gerade Quine wird die Philosophie in diese Richtung auslegen, also den Weg ebnen für eine Disziplin, die sich eben nicht mehr mit Begriffsanalyse beschäftigt, sondern eigentlich immer mehr der Psychologie zuzuordnen ist und in dem Sinne immer mehr versucht, sich mit Naturwissenschaften kurz zu schließen. Man könnte auch sagen, Philosophie soll immer mehr Neurophilosophie werden, sich mit unserem biologischen Erbe unseres Geistes auseinandersetzen und besonders der Schüler Quines, Daniel Dennett, wird das dann besonders gut umsetzen. Hilary Cornbliss, ich hab den schon mal in einer Vorlesung erwähnt, bringt das ebenso zum Ausdruck, Sie erinnern sich, wenn er behauptet, dass all unsere Erkenntnisse, die wir durch Begriffsanalyse entdecken, falsch sein können, und zwar, weil wir falsche Intuitionen haben oder weil unsere Intuitionen uns auf einen falschen Weg bringen. Warum? Nun, weil unsere Intuitionen letzten Endes nicht etwas Autonomes sind, sondern ja eingebunden sind in die biologische Herkunft von bestimmten Hintergrundbedingungen und wir deswegen gar nicht sagen, ist die Intuition, die wir haben bei einem Verständnis eines bestimmten Wissensbegriffs, irgendwie wirklich die letzte Bastion der Verifizierung unserer Erkenntnis, und Hilary Cornbliss würde sagen, nein, weil die Intuitionen sind ja biologisch und die Intuitionen können bestimmte biologische Hintergrundbedingungen haben, die unsere Intuitionen beeinflussen. Das heißt, wenn Philosophie betreiben möchte, dann muss sie halt Naturwissenschaft sein und auch unser Wissen rein biologisch auslegen. Von der Verhaltenspsychologie, so wie wir das in der Tierwelt erkennen, halt auch auf den Menschen anwenden. Und in dem Sinne, jetzt wäre natürlich Begriffsanalyse kein großer Fortschritt, weil die sagen, ja, was soll mir Begriffsanalyse? Begriffsanalyse rekurriert auf unsere Intuitionen. Unsere Intuitionen sind aber biologisch, die können auch falsch sein. Wir müssen schauen, dass sozusagen das eigentlich biologische Hintergrundmuster unseres Erkenntnisapparats, und das schafft halt nur eine am Darwinismus oder an der Naturwissenschaft ausgerichtete, zum Beispiel Neurophilosophie. Was prägt nun die naturalistische Erkenntnistheorie? Nun in erster Linie eine Ablehnung der traditionellen Erkenntnistheorie. Und die traditionelle Erkenntnistheorie, das möchte ich Ihnen auch noch mal kurz darlegen, ist zum Beispiel am Anfang des 20. Jahrhunderts von Rudolf Eisler sehr schön auf den Punkt gebracht worden. Die Erkenntnistheorie ist souverän, sie schöpft ihre Gewissheit aus sich selbst, also muss nicht ins Labor, muss nicht Naturwissenschaft betreiben, aus ihrer reinen logischen Tätigkeit, mittels welcher sie in a priorischer Weise die Grundbegriffe und Grundsätze der Wissenschaften deduziert und doch legitimiert. Also Sie sehen erstmal den Anspruch, also die Erkenntnistheorie ist souverän, sie muss sich nicht als Dienerin der Naturwissenschaft verstehen, sondern sie ist eine eigene Disziplin. Dass die Philosophie eine souveräne Disziplin ist, kennen Sie vielleicht auch von Descartes' Methodenschrift oder auch von Kant und Hegel, denn diese Autoren würden die Meinung vertreten, dass es sehr wohl Sinn macht, nicht einfach empirische Forschung zu betreiben, sondern eben Philosophie als eine Grundlagenwissenschaft aller anderen Wissenschaften zu verstehen. Und das ist ja quasi auch der große ehemalige Thron gewesen. Zuerst hatte den die Theologie inne, die hat ihn verloren, an die Philosophie abgegeben. Und so hat sich Philosophie über Jahrhunderte eigentlich verstanden als die eigentliche Grundlagenwissenschaft, und die anderen Wissenschaften bauen darauf auf. Und die naturalistische Erkenntnistheorie widerlegt das oder sagt, dass das ist nicht haltbar. Dann wäre zum Beispiel die klassische Philosophie-Erkenntnistheorie diejenige, die sich zum Beispiel mit so komischen Begriffen wie dem Sein auseinandersetzt. Haben Sie gestern in der Vorlesung von Pater Sanz gehört in Bezug auf Sein und Nichts bei Hegels am Anfang der Logik. Oder sie definiert Fragen des Guten, des Guten, des Schönen, des Wahren. Eisler beschreibt dann auch die Erkenntnistheorie noch einmal wie folgt. Erkenntnistheorie ist nicht Psychologie, ist nicht Anwendung der Psychologie, hat Psychologie nicht zur Grundlage, nicht zum Ausgangspunkt, ja nicht einmal als Hilfsmittel. Die Psychologie, weit entfernt zur Grundlage der Erkenntnistheorie dienen zu können, setzt schon diese Wissenschaft oder wenigstens die Grundsätze ihrer Sätze voraus. Sie ist abhängig von der Erkenntnistheorie. Die naturalistische Erkenntnistheorie wird sich von diesem klassischen Verständnis absetzen. Und das macht eben besonders Quine deutlich, beziehungsweise er ist einer der Gründungsväter, der die Philosophie in den Naturalismus hinüberzieht.
Die naturalistische Erkenntnistheorie versteht sich nicht mehr als souverän, sondern eben als abhängig von den Naturwissenschaften. Das soll heißen, die naturalistische Erkenntnistheorie ist eben nicht mehr erste Philosophie, prima Philosophia, die quasi über den Natur- und Geisteswissenschaften steht, sondern, und deswegen also beschäftigt sie sich auch nicht mehr mit den Fragen des wahren Schönen und Guten oder mit Heidegger zum Beispiel mit der Seinsfrage. Und sie macht auch keine Existenzphilosophie, wie wir es von Kierkegaard, Jaspers oder Sartre her kennen. Und deswegen schreibt zum Beispiel Quine Folgendes. Why not settle for psychology? Also Sie haben gerade gehört, Eisler sagt, Erkenntnistheorie ist nicht Psychologie. Jetzt sagt Quine, warum sollen wir eigentlich nicht Psychologie uns mit der Psychologie vereinen? The stimulation of his sense receptors, also unsere Reizrezeptoren, is all the evidence anybody has to go on ultimately in arriving at his picture of the world. Why not just see how this construction really proceeds? Why not settle for psychology? Also er will sagen, mein Gott, also wenn wir die Wirklichkeit durch unsere Sinnesrezeptoren wahrnehmen und alles durch dieses Medium wahrnehmen, warum sollen wir dann nicht einfach Philosophie mit Psychologie gleichsetzen? Dann schreibt er weiter, das zweite Zitat, Epistemology or something like it simply falls into place as a chapter of psychology and hence natural science. Also damit sagt er, Epistemologie ist einfach nur noch ein Unterkapitel der modernen Naturwissenschaft. In dem Sinne verstehen sich naturalistische Philosophen als Zuarbeiter zu den Naturwissenschaften. Und eben, Sie sehen, die Ablösung der Philosophie als prima Philosophia ist damit eingeleitet. Fragen ethischer oder theologischer Art oder auch ästhetischer Provenienz, die zum Beispiel in Kants Erkenntnistheorie immer noch eine Rolle spielen, fallen nahezu weg, da sie überspitzt gesagt im Labor nicht quantifiziert werden können oder im Kontext einer Neurophilosophie. Quine bringt dann das auch nochmal im folgenden Zitat auf den Punkt, was eigentlich Naturalismus ist. Naturalism is the abandonment of a goal of a first philosophy. Also Naturalismus ist das Loslassen einer Idee der ersten Philosophie. It sees natural science as an inquiry into reality, fallible, corrigible, but not answerable to any super scientific tribunal and not in need of any justification beyond observation and the hypothetical deductive method. Wenn Philosophie glaubte, so etwas wie eine Superwissenschaft zu sein, indem sie sich über die Höhen der anderen, der harten Science glaubte, hinwegsetzen zu können, eben mit Fragen nach dem Sein, nach Sein und Nichts, nach dem Dasein, nach Seinsvergessenheit, alles so heideggersche Themen, dann sagt er, diese Zeit ist irgendwie vorbei. Philosophie hat eigentlich nur noch eine Zukunft im Rahmen der modernen Naturwissenschaft. Also auch alles, was Sie hier noch an unserer Hochschule, das zeigt, wie zurückgeblieben wir sind. Gotteslehre, Ästhetik, Moralität haben dann als eigenständige Disziplin kaum noch einen Wert. Ich meinte das ironisch, weil Sie gar nicht lachten. David Hume, Sie erinnern sich, auf den sind wir schon eingegangen, gilt dann als Gründungsvater des Naturalismus. Mit John Locke natürlich zusammen, also quasi die großen Empiristen. Erinnern Sie sich noch einmal an die Vorlesung zu Beginn des Semesters. Hume geht davon aus, dass unsere Erkenntnisse auf einer semantischen Bedeutungsebene bleiben und ihre Quelle in Reizinputs haben. Und der Naturalismus sagt ja, wie wir gerade bei Quine gelesen haben, ja, wir müssen eigentlich nur schauen, wie Reize sich extrapolieren zu unseren Begründungen von Erkenntnis. Zwar etablieren sich für Hume unserem Geist kollektive abgeglichene Überzeugungen, denn wir erkennen ja doch etwas. Und dann können wir auch sagen, dass das im gewissen Sinne Naturgesetze vielleicht sind. Aber Hume sagt eben, letzten Endes können wir nicht sagen, dass das Gesetze sind, die es in der Natur gibt, sondern es sind einfach nur psychologieinterne Assoziationsgesetze unseres Denkens. Einen referenziellen Bezug zur Außenwelt, der unsere Gedanken als mit Tatsachen sich abgleichende Entitäten versteht, lehnt er ab.
Und Quine baut in gewissem Sinne auf dieser Überzeugung auf und macht das nochmal besonders deutlich an seiner Kritik am logischen Empirismus. Sie erinnern sich vielleicht von anderen Vorlesungen, zu den logischen Empiristen gehören Otto Neurath, Rudolf Carnap, Alfred Eier, Hans Reichenbach und andere, auch der frühe Wittgenstein, auch bekannt als Wiener Kreis. Was zeichnet nun diese Philosophen aus? Nämlich Quine wird die Prämissen dieser philosophischen Richtung des Wiener Kreises radikal kritisieren und irgendwie zu entwerten versuchen. Nun, diese Philosophen versuchten, einen wissenschaftlichen Positivismus zu vertreten, im Glauben eine Idealsprache freilegen zu können, die uns einen klaren Bezug zur Objektwelt freilegt. Und auch der frühe Wittgenstein war in diesem Projekt, an diesem Projekt mit seinem Tractatus beteiligt. Hinter diesem Versuch einer philosophisch präzisen Idealsprache verbarg sich eigentlich so etwas der Mythos oder der Glaube, man könne mit einer Idealsprache die Undeutlichkeiten in unseren natürlichen Sprachen, also Deutsch, Französisch, Englisch, überwinden, quasi Irrtümer, Verzerrungen in der Oberflächengrammatik unserer natürlichen Sprache überwinden und eine Idealsprache freilegen, die dann quasi so etwas wie ein eigentliches Verbindungsmedium bildet zwischen den empirischen Erkenntnissen der Wissenschaft und eben, keine Ahnung, unserer Erklärung im Rahmen einer analytischen Sprache, die diese Wissenschaft dann quasi mit der Objektwelt verteut. Die Idee war dabei, die Naturwissenschaften zu begleiten mit Hilfe einer Idealsprachentheorie, um letzten Endes Subjekt und Objekt mehr oder weniger im Paradigma der Naturwissenschaften abzugleichen, denn die Naturwissenschaften sind extrem erfolgreich und die Philosophie wollte dem nachkommen und versuchen, also wie können wir denn quasi diesen Erfolg unterstützen, eben zum Beispiel mit einer Entfaltung einer Idealsprache. Quine lehnt das ab mit sehr kantianischen und auch sehr hegelianischen Begründungen, nämlich indem er darauf hinweist, dass unsere Weltbezüge immer schon durch Formalbedingungen der diskursiven Struktur unserer Erkenntnis geprägt sind und so etwas wie eine Idealsprache letzten Endes gar nicht freigelegt werden kann. Denn schon auf der untersten Stufe, das war schon Thema in der letzten Vorlesung, sind unsere Bezüge zur Außenwelt immer theoriegeladen. Sie erinnern sich, das war eine indirekte Thematik bei Duhem und dann bei Quine. Denn wenn Sie nicht schon mit Vorannahmen an die Außenwelt herangehen, sehen Sie so viel wie auf dem linken Bild, das heißt entweder gar nichts oder alles oder sehr viel. Und wenn nun der Wiener Kreis glaubte, so etwas wie eine logische Idealsprache entfalten zu können, wo die Bedeutung eines Satzes in den Bedingungen seiner Verifikation liegt, und nur solche Sätze als wissenschaftlich gelten, die durch protokollartig aufweisbare Erfahrungen verifiziert werden können, dann sagt eben Quine, dass das unmöglich ist, weil jede Sprache immer schon so theoriegesättigt ist, dass wir nie an eine reine Referenzstruktur kommen zwischen empirischem Input und einer logischen Idealsprache und wir dann quasi Subjekt und Objekt wissenschaftlich zusammenkleben können. Und Quine behauptet eben, dass das unmöglich ist. Warum? Nun, weil so etwas wie eine Protokollsprache eben selbst schon theoriegeladen und damit holistische Vorannahmen in sich trägt. Es gibt für Quine keine Protokollsätze oder keine Basissätze, die unsere empirischen Erfahrungen sozusagen mit einer logischen Sprachform so vereinen, dass es dann einen klaren logischen Aufbau der Welt gibt. In Quines berühmtem Aufsatz, nämlich von 1951, Two Dogmas of Empiricism, zerlegt er nämlich zwei Grundannahmen des logischen Empirismus, nämlich einmal das Dogma, dass es eine Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Sätzen gibt. Aber das eigentliche Kriterium, auf das ich eingehen möchte, ist Kriterium Nummer zwei, habe ich Ihnen aber auch gerade schon erklärt. Also Quine sagt, dass es unmöglich ist, einen Satz so wahrzumachen, dass eine klar bestimmbare Menge von empirischem Anschauungsmaterial diesem Satz und nur diesem Satz entspricht. Der Begriff von einer homologen Bedeutung muss als unwissenschaftlich aufgegeben werden. Aber das war ja eigentlich das Ideal des Wiener Kreises, also so etwas wie eine Sprache zu entfalten, die homolog uns mit der Objektwelt im Rahmen der Naturwissenschaften abgleicht.
Und Quine sagt, das ist unmöglich. Es gibt in dem Sinne keine referenzielle Bedeutung zur Außenwelt. Auch wieder ein sehr kantianischer Gedanke. Sie erinnern sich, Kant sagt, wir kennen nur Erscheinungen. Und Quine wird uns etwas Ähnliches nahelegen, indem er sagt, Referenz ist nur denkbar in einem Koordinatensystem. Und wenn der Wiener Kreis glaubt, dass es so etwas wie ein Koordinatensystem aller Koordinatensysteme gibt, nämlich ein Koordinatensystem einer logischen Idealsprache, dann sagt Quine, dass das falsch ist, weil wir dann wieder in einer Art Metaphysik fallen, eine Grundannahme, dass es eine bijektive Abgleichung zwischen Subjekt und Objekt gibt. Demnach sind alle Bemühungen, unsere naturwissenschaftlichen Theorien durch eine Idealsprache im Sinne von Basis- oder Protokollsätzen mit der außermentalen Wirklichkeit zu verteuern, für Quine nur wieder ein Rückfall in eine neue Metaphysik, obwohl der logische Empirismus gerade diese Metaphysik oder die klassische Metaphysik, die er mit der klassischen Philosophie assoziiert hat, ja überwinden wollte. Deshalb kann auch Quine folgendes Urteil fällen, dass nämlich eine korrespondenztheoretische Vorstellung unserer Erkenntnis zur Außenwelt Unsinn sei, es sei denn, man spreche im Rahmen eines Koordinatensystems. Der Begriff von einer homologen Bedeutung muss als unwissenschaftlich aufgegeben werden. Es gibt nicht eine univoke Sprache, mit der wir unsere empirischen Erkenntnisse in der Außenwelt im Rahmen einer Bedeutungsform verankern können. Und dann haben Sie quasi Quine als Vertreter eines Bedeutungsskeptizismus und eben, sagen wir mal, Vertreter des Wiener Kreises als Vertreter eines Bedeutungspositivismus. Und deswegen kann eben Quine folgendes Urteil fällen. Referenz ist Unsinn, es sei denn, man relativiert sie auf ein Koordinatensystem. Dieses Relativitätsprinzip löst unser Dilemma auf. Aber Sie wissen, der Positivismus wollte gerade kein relativistisches Lösungsprinzip haben, sondern er wollte ein nicht-relativistisches vertreten. Jetzt kommt Quine daher und sagt, euer Weltbild beruht auf zwei Dogmen, und die dekonstruiere ich beide. Die Differenz synthetisch-analytisch ist nicht haltbar, die aber irgendwie im gewissen Sinne eine Grundüberzeugung ist, überhaupt einer analytischen Sprachphilosophie im Sinne der Idealsprache des Wiener Kreises. Und darüber hinaus, eure Verifikationstheorie der Bedeutung ist nicht haltbar, weil wir nicht an einen Ort kommen, wo es so etwas wie Protokollsätze gibt, die unsere empirischen Inhalte mit der Außenwelt verteuern. Das heißt aber nicht, dass Quine jetzt irgendwie unseren Reiz-Input-Bezug zur Außenwelt in Frage stellt. Nein, er baut ja weiterhin auf Humes Induktionstheorie auf. Er sagt nur das, was diese Reize uns dann vermitteln, kann erst durch theoriegesättigte Hintergrundannahmen überhaupt verstanden werden. Das heißt, es ist im Rahmen einer holistischen Erkenntnisstruktur objektiv, und ich glaube, das haben wir in verschiedenen Kontexten schon gesehen, sowohl bei Kant als auch bei Hegel. Quines Bedeutungsskeptizismus bzw. sein Bedeutungsrelativismus wird besonders anschaulich in seinem Buch Wort und Gegenstand. Dort entfaltet er nämlich ein berühmtes Beispiel, das verdeutlicht, wie er unseren Bezug zur Wirklichkeit verstanden wissen will, und zwar verstanden wissen will vor der Problematik, dass sich unser Bezug zur Wirklichkeit, also dass der einerseits auf Reizinputs beruht, aber deren semantisch-ontologische Verarbeitung ganz unterschiedlich ausfallen kann. Also Sie könnten sagen, Sie haben zwei Personen, Person A, Person B, beide haben denselben Reizinput, aber beide quantifizieren den Reizinput ganz unterschiedlich. Das ist für ihn ja nur noch mal ein Hinweis, dass man nicht sagen kann, es gibt ein Reizinput und darauf eine logische Struktur der Reizinputsverarbeitung und deswegen gibt es nur eine homologe Ontologie. Er sagt, nein, es gibt ein Reizinput, aber der kann ganz unterschiedlich quantifiziert werden, je nachdem, mit welchem Koordinationsrahmen Sie an diesen Reizinput gehen. Und das verdeutlicht er mit einem berühmten Gedankenexperiment oder wie Sie auch das immer benennen möchten. Das kennen Sie vielleicht auch schon aus anderen Vorlesungen oder Seminaren. Also, warum ist irgendwas falsch? Wie bitte? Okay, ja gut, ja, umso besser. Aber wahrscheinlich mit anderen Folien, hoffe ich. Okay. Ein Sprachwissenschaftler kommt in ein anderes Land und hört, wie dort ein Eingeborener eben Gabagai ruft.
Wären wir jetzt der Sprachwissenschaftler und sagen wir kommen jetzt aus München, dann würden wir sofort glauben, dass die Eingeborene mit Gabagai Hase meint. Also weil das ist ja der Reizinput, da draußen läuft ein Hase vorbei. Aber Quine behauptet, dass das überhaupt nicht einsichtig ist, denn es ist nicht klar, mit welchem Web of Belief, das heißt aus welchem verborgenen Hintergrundannahmen der Eingeborene oder die Eingeborene sich auf diesen Reizinput bezieht. Für den Sprachwissenschaftler ist aber erstmal klar, würde man sagen, auf einen Hasen. Aber, und darauf weist Quine hin, die Eingeborene mag ja auch eine ganz andere Metaphysik vertreten und stattdessen von einem konkreten Hasen vielmehr von einer platonisch-metaphysischen Hasenheit sprechen, die gerade instanziert wird. Oder ganz normal, there's a rabbit oder rabbithood is manifesting itself there. Oder er mag von sich bewegenden Hasenteilen sprechen und nicht von einem Hasen, der als Substanz die Summe seiner Teile vereint. Oder er mag mit Aristoteles sagen, da ist eine Hasensubstanz mit Hasenakzidenzien. Ja, Sie mögen lachen, aber das ist alles ernster, als Sie glauben. Oder er mag die ganze Szene meinen und neben nicht nur diesen einzelnen Hasen, sondern eben ein Hase in der Prärie oder wie auch immer. Das Beispiel wirkt etwas absurd, weil wir sagen würden, dass wir im Alltag sehr wenig Probleme haben, einzelne Worte von Sprachen in andere Sprachen zu übersetzen, keine Ahnung, Table und Tisch. Quine möchte aber mit dem Beispiel untermalen, dass wir auch hierbei eigentlich schon vernachlässigen, dass wir auch auf der Ebene unseres Alltags immer schon theoriegesättigte Aussagen fällen. Viel deutlicher finde ich, Quines Beispiel. Also man könnte sagen, Quine will darauf hinaus, in dieser Situation bin ich, wenn ich beobachte, jemand, der permanent radikal interpretiert und der sozusagen sein Vokabular mit einem anderen Vokabular in Kohärenz bringt und er will einerseits sagen, es mag unterschiedliche Ontologien hierbei geben, die dann irgendwie schon darauf sagen, es gibt eben nicht eine homologe Ontologie, die von der Eingeborenen und dem Sprachwissenschaftler geteilt wird. Aber er will auch nochmal deutlich sagen, dass wir nicht einfach eine Sprache in eine andere Sprache übersetzen können. Und ich denke, wenn Sie Sprachen gelernt haben, werden Sie das merken, dass Sprachen nicht einfach eins zu eins ineinander aufgehen, sondern dass es bestimmte Sprachbewegungen gibt. So heißt das, die deutlich machen, dass Sprachen doch auch ihren eigenen holistischen Zugriff haben, sowohl auf den Alltag, wie wir uns darin ausdrücken, wie auch in der Art und Weise, wie eine Kultur sich mit einer Nationalsprache identifiziert. Viel deutlicher wird nämlich das Beispiel, würde ich sagen, vor dem Hintergrund zeitgenössischer Kämpfe um Wort, um ganz andere, um komplexere Wörter. Denken Sie zum Beispiel an einen Worte oder Wortbedeutung wie freier Wille. Oder wenn ein Kollege von mir zum Beispiel den Begriff des Klassenkampfes in einem marxistischen Sinne verwendet und ich ihm versuche zu erklären, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der Begriff heute noch eine Bedeutung hat, weil die Klassen sich einfach ausdifferenziert haben. Er aber sagt, wer den Begriff des Klassenkampfes nicht benutzt und damit auch die Ontologie nicht benutzt, sieht bestimmte Dinge nicht in der Außenwelt, bestimmte Unrechtsstrukturen in der Außenwelt. Da könnten Sie ja sagen, okay, also die Art und Weise, wie ich einen Begriff benutze, sagt etwas darüber aus, was ich in diesem Begriff auch erkennen kann. Bei solchen Begriffen, jetzt wie zum Beispiel hier bei dem Begriff von Willensfreiheit, wird das besonders anschaulich. Denn hier gibt es einen radikalen Disput zwischen Daniel Dennett und seinem ehemaligen Freund oder jetzt vielleicht auch immer noch Freund Sam Harris, nämlich die beiden haben sich ziemlich verstritten, weil der eine glaubt, dass es freien Willen gibt oder ihn verteidigt werden kann und der andere das ablehnt. Ein Begriff scheint hier wirklich nicht übersetzbar zu sein. Beide benutzen den, aber sie übersetzen ihn quasi jeweils in einer Ontologie, wo die radikale Übersetzung, also das, was Quine meint, an ihre Grenzen gerät. Bei dem Hasenbeispiel erscheint uns das nicht ganz so intuitiv, weil wir sagen würden, also gerade bei so Alltagsgegenständen haben wir doch gar kein Problem, Dinge zu identifizieren. Aber sobald Sie Begriffe haben, die sehr viel theoriegeladener sind, merken wir natürlich, was Quine hier meint, dass es Übersetzungsschwierigkeiten gibt, von Worten, weil diese Worte eingebunden sind in ganze Theoriecluster und die Theoriecluster nicht unbedingt miteinander übereinstimmen können.
Aber wenn das Theoriecluster darüber etwas aussagt, wie ich mich zur Außenwelt verhalte und ob ich eben glaube, in dieser Außenwelt gibt es Freiheit oder gibt es keine Freiheit, dann verändert sich natürlich auch mein Weltbezug oder meine politische Überzeugung. Mit Quines Werk werden in der Regel drei Thesen assoziiert und die werde ich Ihnen jetzt nochmal vorstellen. Also die erste habe ich Sie gerade eingeführt, eben radikale Übersetzung. Das wäre die These von der Unterbestimmtheit von Übersetzung. Der Mensch ist ein radikaler Übersetzer. Er versucht permanent zu übersetzen, zu verstehen, was andere meinen in ihren Außenweltbezügen. Schauen Sie mal auf das Zitat unten. Dort heißt es, die Unterscheidung zwischen konkretem und abstraktem Gegenstand in Bezug auf Gawagai, zum Beispiel dieses Kaninchen versus Kaninchenheit, ist ebenso wie die zwischen allgemeinem Terminus, Vereinheitlichung aller Kaninchen als Elemente der Menge der Kaninchenidentität, und singulärem Terminus, Kaninchen im Sinne von jetzt, hier und jetzt, von der Reizbedeutung unabhängig. Was meint er damit? Er will damit einfach nur noch mal sagen, dass es eben nicht einen univoken Reizinput gibt, der dann einen univok gültigen generellen Term hervorbringt. Natürlich nehmen wir die Wirklichkeit durch unsere Reizwahrnehmungsorgane wahr, aber die Art und Weise, wie wir diese dann klassifizieren, ist abhängig von Hintergrundannahmen, und diese Hintergrundannahmen können eben unterschiedliche Ontologien beinhalten, weil es eben nicht einen univoken Reizinput gibt, der zu einem bestimmten Bedeutungsgehalt dieses Reizinputs wird. Insofern gibt es eben nicht, und das ist entscheidend, einen univoken Reizinput, der dann einen univok gültigen generellen Term, in diesem Fall zum Beispiel der einzelne Hase oder Hasenheit, hervorbringt. Aber im gewissen Sinne war das die ursprüngliche Idee des logischen Empirismus, also eine Sprache aufzuweisen, die uns genau das liefert, auf bestimmte Reizinputs, die die Naturwissenschaften liefern, eine Sprache, eine Bedeutungstheorie, eine positivistische Bedeutungstheorie aufzuweisen, die eine Art bijektive, also 1:1 Korrelation leistet und dann eben Subjekt und Objekt vereint und eine Wirklichkeit uns erkennen lässt. Und Quine sagt, das geht nicht, es gibt verschiedene Bezugssysteme, deswegen radikale Übersetzung. Die zweite These baut auf der gerade auf. Sie verweist auf die Unbestimmtheit oder Unerforschlichkeit der Referenz, speziell in Bezug auf Wörter. Und sie ruht auf der These auf. Man könnte sagen, im gewissen Sinne haben Sie auch das schon bei Kant angelegt, wenn Kant sagt, nun, wir erkennen immer nur in den Formalbestimmungen unserer beiden Erkenntnisquellen, nämlich sinnliche Anschauungen und formale Kategorien, die diese sinnlichen Anschauungen verarbeiten. Und das, was objektiv ist, ist nur im Rahmen dieser beiden Erkenntnisquellen überhaupt verobjektivierbar, dann würde auch Kant sagen, es gibt eine Unbestimmtheit der Referenz. Nämlich, was wir erkennen, ist erkannt im Koordinatensystem der empirischen Wissenschaften oder eben der Wissenschaften. Kant hat jetzt nicht das Problem, dass Quine hat eben jetzt verschiedene Koordinatensysteme, Metaphysiken zu reflektieren, sondern Kants Problem ist, irgendwie auf die Herausforderungen von Hume zu reagieren und eben deutlich zu machen, ja, wie kann es sein, dass wir trotzdem einen Zugriff auf Objektivität haben, naja, eben im Rahmen unserer Erkenntnisformen. Und dass es eine Unbestimmtheit der Referenz gibt, weil Kant es, wissen Sie eben durch dieses komische Monster in Kants Theorie, wenn er vom Ding an sich spricht. Und worauf ich hingewiesen habe, er eigentlich nur die Binnengrenze unserer Erscheinungsform damit thematisiert, weil das Ding an sich kein positiver Bereich ist. Und dann die dritte These, ist Ihnen auch eigentlich nicht neu, sie bezieht sich auf die Unterbestimmtheit wissenschaftlicher Theorien. Quine schreibt, in demselben Maße, in dem die radikale Übersetzung von Sätzen durch die Gesamtheit der Dispositionen zu verbalem Verhalten unterbestimmt ist, sind auch unsere Theorien und Überzeugungen im Allgemeinen durch die Gesamtheit der möglichen sinnlichen Belege auf immer und ewig unterbestimmt. Dasselbe, was wir im Alltag erleben, begegnet uns auch, wenn Theorien gegeneinander stehen. Jetzt könnte man aber fragen, impliziert Quines Hinweis auf die Unbestimmtheit der Referenz, dass es überhaupt referenziell unsinnig ist, zwischen Hasen oder Hasenstadien und dergleichen zu unterscheiden, beziehungsweise in Bezug auf Fachdisziplinen zwischen Bewusstsein
Zeitpunkt T1 und einem neurologischen Zustand X zum Zeitpunkt T2. Und Quine verneint dies. Nein, es bedarf eines Koordinatensystems, in dem etwas, das ist, analog zu einer gebundenen Variable einen Wert zugesprochen bekommt. Und dann ist das eben diese Variable, zum Beispiel dieser eine einzelne Hase oder eben dieser neurologische Zustand X. Es ist also ein von Menschen zu verbürgendes Koordinatensystem, das uns die relationale Individuierung unserer Außenwelt erlaubt. Und jetzt verstehen Sie auch zwei der berühmtesten Aussprüche von Quine, nämlich to be is to be the value of a bound variable oder eben no entity without identity. Dass etwas existiert, verpflichtet uns auf ein Koordinatensystem, in dem das, was zu sein hat, auch begrifflich und begründungsartig verortet werden kann. Einfach nur vom Sein zu sprechen, es gebe das Sein, quasi als die Hintergrundmatrix unserer Wirklichkeitsbezüge, wäre falsch, weil sie, das haben wir schon bei Markus Gabriel gesehen, wir von dieser Art von Sein oder von einer Welt als Menge aller Mengen gar kein Koordinatensystem mehr aufbauen können, weil das ja gerade quasi das Koordinatensystem aller Koordinatensysteme sein soll, aber das gibt's nicht. Quine ist in Bezug auf die Koordinatensysteme dann eben sehr pluralistisch oder man könnte auch sagen liberal. Er sagt nicht, dass die Naturwissenschaften hier das Koordinatensystem aller Koordinatensysteme sein soll, sondern er spricht sogar der griechischen Götterwelt im gewissen Sinne die Möglichkeit zu, eine Variable zu binden. Das heißt, eine Entität mit einer Begründungsstruktur ihren Entitätsstatus zuzusprechen. Denn er schreibt zum Beispiel am Ende des Aufsatzes Two Dogmas of Empiricism: Ich glaube an physikalische Objekte und nicht an die Götter Homers. Doch hinsichtlich ihrer epistemologischen Fundierung unterscheiden sich physikalische Objekte und Homers Götter nur graduell und nicht prinzipiell. Das ist schon eine starke These. Beide Arten Entitäten kommen nur aus kulturellen Setzungen in unser Denken. Der Mythos der physikalischen Objekte ist epistemologisch den meisten anderen darin überlegen, dass er sich darin wirksamer als andere Mythen erwiesen hat, dem Fluss der Erfahrungen eine handliche Struktur aufzuprägen. Beide Koordinatensysteme, das physikalische Weltbild oder die Götterwelt Homers, sind zwei Koordinatensysteme. Es gibt kein Koordinatensystem, das einem der Koordinatensysteme den Vorrang geben kann, zumindest prinzipiell, wenn auch Quine natürlich deutlich macht, also wer heute noch an die Götterwelt Homers glaubt, der ist selbst schuld. Also indirekt gibt er uns doch zu verstehen, dass man eigentlich seinem Weg des Naturalismus folgen kann. Erinnern Sie sich noch einmal an Markus Gabriels Rede von seiner Sinnfeldtheorie. Gabriel behauptet, zu existieren heißt in einem Sinnfeld erscheinen. Zu existieren heißt in einem Sinnfeld erscheinen. Existieren heißt nicht in der Welt erscheinen, weil der Begriff Welt ein sinnloser Terminus ist. Was es aber gibt, sind Sinnfelder, in denen die Dinge uns erscheinen. Und er benutzt den Begriff des Sinns, oder er borgt den Begriff des Sinns von Frege als die Gegebenheitsweise der Bedeutung. Ich würde sagen, das ist in einem gewissen Sinne eine Neuformulierung von Quines Verständnis von ontologischer Relativität. Auch dann, wenn Markus Gabriel eben gerade versucht zu sagen, naja, ich vertrete hier keine relativistisch-konstruktivistische These, sondern einen neuen Realismus. Aber das ist schwer zu verstehen, was dann noch realistisch sein soll, wenn er das so pluralisiert. Vor diesem Hintergrund verstehen wir dann auch Quines berühmte These vom sogenannten Web of Belief, das man als Netz rationaler Überzeugung übersetzen kann. Von diesem Web of Belief sagt er Folgendes: Die Totalität unseres sogenannten Wissens ist eine von Menschen gemachte Struktur, die nur an den Rändern auf die Erfahrung stößt. Dann wäre jetzt in Bezug auf diese Zeichnung nur der Randbereich, also unsere Erfahrungsfläche, aber die ganze Begründung, das heißt unsere ganzen Wahrheitsbegriffe, entfalten sich nur im Inneren dieses Überzeugungsnetzwerks. Quine bringt das nochmal ganz schön auf den Punkt, wenn er schreibt, das ist eben das Zitat, ich lese es nochmal etwas vollständiger vor. The totality of our so-called knowledge or beliefs, from the most casual matters of geography and history to the profoundest laws of atomic physics or even of pure mathematics and logic, is a man-made fabric which impinges on experience only along the edges, die nur an den Rändern auf die Erfahrung stößt. Und er schreibt weiter:
a conflict between experience at the periphery occasions readjustments in the interior of the field. Also er will sagen, also Veränderungen im Außenbereich können eben dazu wirken, dass das ganze Innenfeld der Erklärungsstruktur verändert werden muss. Truth values have to be redistributed over some of our statements. Re-evaluation of some statements entails, mit sich ziehen, re-evaluation of others because of their logical interconnections. Er sagt dann auch weiter in dem Aufsatz, dass selbst eben Mathematik und Logik nicht davor gefeit sind, sich zu verändern und auch auf diese Art und Weise nichts Statisches sind, sondern eben auch etwas von Menschen gemachtes. Sie sehen hier nochmal zusammengefasst, alles hängt zusammen, Logik und Mathematik sind nicht unantastbar. Dann wäre ein Beispiel, Einsteins allgemeine Relativitätstheorie hat die Grundlagen der euklidischen Geometrie verändert oder neue wissenschaftliche Entdeckungen können uns zwingen, das gesamte Netz unserer Überzeugungen zu revidieren. Wie heftig und auch polemisch Kämpfe um unsere Wissensstruktur stattfinden können, exemplifiziert der schon von mir erwähnte Atheismusstreit, der vor ungefähr 10 Jahren begann und zahlreiche polemische Debatten ausgelöst hat. Ich möchte diese Debatte hier nur noch einmal erwähnen, um Ihnen deutlich zu machen, dass unser Web of Belief nicht einfach ein neutrales Netzwerk von Begründung ist, sondern diese Begründung immer auch mit bestimmten Weltbildprämissen natürlich geprägt sind und daher heftige Konflikte auslösen können. Sie erinnern sich diese Four Horsemen, also die vier Musketiere, Dennett, Dawkins, Hitchens und Harris vertreten einen eliminativ und reduktionistischen Naturalismus, in dem aus ihrer Sicht kein rationaler Begründungsrahmen im kollektiven Web of Belief für zum Beispiel monotheistische Religionen übrig ist. Religion war mal ein nützliches Meme, aber die Naturwissenschaft hat bewiesen, dass es überfällig ist. Denn Propositionen der Weltreligion würden einfach keine viridischen Fakten entsprechen. Kurz, eine bestimmte Theorie lässt es, zumindest aus der Sicht dieser vier Herren, einfach nicht zu, dass sie ihr Web of Belief mit religiösen Menschen teilen. Der Darwinismus zielt somit auf eine grundlegende Veränderung im Rahmen eines aufgeklärten Scientismus. Es gibt viele Kritiker dieser Naturalisten. Ich möchte abschließend auf einen eingehen, nämlich Alvin Plantinga, ein berühmter Religionsphilosoph. Und zwar weist erstmal Plantinga, ich mache es kurz und auch reduktionistisch, weist Plantinga erst einmal darauf hin, dass natürlich der Naturalismus in der Art und Weise, wie er von den radikalen Vertretern eines Naturalismus verteidigt wird, natürlich auch eine Art von Metaphysik ist, weil das daran gekoppelt sind Ist-Aussagen an die Totalität der Wirklichkeit, unser Wissen, aber wir wissen, dass von Kant und Hegel aufgrund unserer Wissensform begrenzt ist. Und diese Autoren scheinen nahezulegen, als hätten sie einen absoluten Wirklichkeitszugriff, der dann, keine Ahnung, die Existenz Gottes widerlegen könnte, aber das können sie natürlich nicht. Aber interessant ist, dass hier Plantinga auf Duhem verweist, um seine Position stark zu machen. Plantinga verweist nicht auf Duhem in dem Sinne, dass dieser die Religion verteidigen würde, sondern als ein Theoretiker, der die Grenzen der Wissenschaft aufgewiesen hat. Duhems Wissensbegriff sei maximal inclusive, da sich ausschließende Erklärungsformen dort gegenseitig respektieren müssen, wo die eine nicht über die andere ihr Erklärungsmodell setzen kann. Und man könnte sagen, solange der Naturalismus die Existenz von Gott nicht widerlegt hat, sollte er zumindest davor zurücktreten, die Existenz ganz auszuschließen. In diesem Fall begeht er nämlich einen Fehlschluss von seinen eigenen Prämissen. Nochmal zur Frage, welchen Wahrheitsbegriff vertritt jetzt eigentlich Quine? Also durch seinen Verweis auf das Web of Belief wird natürlich deutlich, dass Wahrheit keine Eigenschaft der Relation zwischen Sätzen und sprachunabhängigen Tatsachen ist, sondern die Rede von wahr verweist auf die Anerkennung einer Proposition im Kontext einer Sprachgemeinschaft, also eine kohärenztheoretische Theorie der Wahrheit. Und Quine sagt ausdrücklich, dass hier sich holistische Erklärungsstrukturen auch gegenseitig ausschließen können. Quine reflektiert dann auch darauf, dass seine eigene Position eine kuriose Zwischenposition zwischen sogenannten Fundamentalisten und Kohärenztheoretikern der Wahrheit ist. Erinnern Sie sich, Fundamentalisten behaupten, dass unser Wissen auf einem nicht weiter begründbaren Fundament aufliegen muss. Bei Descartes war das rein gedankenspekulativ
das Cogito oder bei Russell haben sie zum Beispiel die Rede von Sense Data. Und warum vertreten das die Fundamentalisten? Naja, sie sagen das, weil sich sonst unsere Wahrheitstheorie halt immer im Kreis artikuliert. Sie muss aber irgendwann wirklich einen Kontakt mit der Wirklichkeit haben, sodass wir überhaupt eine wahrheitsfähige Proposition artikulieren können. Bei Descartes ist es, wie gesagt, das Cogito, bei den logischen Empiristen so etwas wie die Protokollsätze. Quine sagt nun von sich, er sei sowohl Fundamentalist wie auch ein semantischer Holist. Das fundamentalistische Erbe befindet sich in seiner Theorie eben der Reizdependenz, denn er sagt ja also, alles, was wir von der Wirklichkeit lernen, geht durch unsere Reize. Quine sieht also den Kontakt unseres Geistes mit der Außenwelt tatsächlich als ein ursprüngliches Fundament, aber gleichzeitig sagt er, hat natürlich nur dieses Fundament eine Bedeutung, wenn es in einer holistischen Erklärungsstruktur dann überhaupt bedeutungsvoll werden kann. I am happy as a modest reformist naturalist. It recognizes my foundationalism, which consists in my appreciation that the checkpoints of beliefs are sensory observations. On the other hand, my coherentism is evident in my holism, however moderate. So I do indeed combine foundationalism with coherentism, as I should think it evident that one must. Es ist auch interessant, dass Quine an abstrakte Entitäten wie Zahlen glaubt, aber nicht sozusagen aus einem Zahlenplatonismus heraus, sondern weil er sagt, vertritt er eine ähnliche These wie Hilary Putnam, weil einfach Zahlen so zentral sind in unseren besten wissenschaftlichen Erklärungen, dass aus der Praxis dieser Erklärungsform ich nicht anders kann, als Zahlen zu akzeptieren. Es sei auch noch angemerkt, dass Quine zufolge unser Wissen und unsere Überzeugung nicht als mentale Begriffe aus der Perspektive der ersten Person verstanden werden dürfen. Das wird jetzt nochmal deutlich, wenn wir zu Daniel Dennett kommen. Mit anderen Worten, Subjektivität ist für Quine eine eliminierbare Eigenschaft des Menschen, auf die die Philosophie als Teil der Naturwissenschaft keine Rücksicht nehmen muss. Also Subjektivität ist eliminierbar. Also man könnte sagen, das, was uns eigentlich alle ausmacht, nämlich Individuen zu sein, mit einer bestimmten eigenen Form unsere Individualität zu erleben, ist nichts, was im Bereich der Philosophie als Teil der Naturwissenschaft untersucht werden sollte, sondern Philosophie ist auf die Drittperspektive der Naturwissenschaften hin angelegt. Die mentale Eigenschaft, dass ich eine irreduzible Identität bin, die etwas erkennt und weiß, ist für Quine sekundär bzw. selbst ein psychologisch-neuronaler Effekt. Zwar hat das Subjekt auch für Quine selbstverständlich mentale Zustände, zum Beispiel Zustände, die sein Wissen betreffen, aber diese Zustände sind Untersuchungsfelder der Psychologie im Kontext des Behaviorismus, also der uns allein auf der Ebene unserer Handlungen beobachtet und nicht unserer individuellen mentalen Überzeugungen, das, woran wir glauben oder welche Ideen wir sonst im Kopf haben oder nicht. Also, was wir individuell glauben, ist sekundär. Sie haben gestern bei Georg Sanz gehört, dass ein Thermometer eine Temperatur anzeigen kann, ohne zu wissen, dass es das tut. Und verglichen mit einem Reiz-Input- und Wirkungs-Output-Mechanismus eines Thermometer begreifen wir natürlich auch, inwiefern wir Menschen in unserem Selbstbezug eben nicht einfach nur ein Thermometer sind. Da ist nicht nur ein Input, eben Wärme, eine Reaktion und dann ein Output, Wärme 37 Grad oder 27 Grad. Der Behaviorismus aber, wie er von Quine eingeleitet wird, will schon sagen, dass wir nichts Besseres sind als Thermometer. Deswegen wird Daniel Dennett uns als eben feuchte Computer beschreiben. Man könnte also sagen, der Behaviorismus, wie er von Quine vertreten wird und dann in bestimmten Strängen des Naturalismus dann auch ganz durchschlägt, will immer mehr von dieser Differenz zwischen einem Thermometer und dem menschlichen Organismus hinweg und genau offenlegen, inwiefern wir sozusagen Teil derselben Gattung sind. Wenn auch unterschiedlicher Artausprägung dieser Gattung, nämlich mehr oder weniger Reiz Input verarbeitende und ein Ausbruch gebende Organismen. Mit anderen Worten, der Naturalismus in der Tradition Quines steht für eine unsere propositionalen Einstellungen ganz und gar von unseren mentalen qualitativen Erfahrungen ablösende Disziplinen. Eben die Frage, was es heißt, irgendwie ein Mensch zu sein oder mit Heidegger gesagt, irgendwie was heißt, irgendwie ein Gewissen haben wollen. Das ist für die Philosophie im Rahmen des Naturalismus überhaupt keine Frage mehr.
Denn dafür steht der Behaviorismus, den Menschen unter naturwissenschaftlichen Kriterien zu beobachten, so als spiele unser psychisches Innenleben nur unter der Perspektive der Überlebenskraft unserer Spezies eine Rolle. Sie sehen, was das für Konsequenzen hat. Das Subjekt, nämlich als Ort zum Beispiel einer letzten Instanz moralischer Werturteile, fällt hier ganz aus der Philosophie heraus. Es gibt kein irreduzibles Innenleben des Subjekt bzw. das Eigen- und Fremdpsychische. Aber was das für Konsequenzen hat, sehen Sie zum Beispiel bei Kants Moralphilosophie, wenn er zu Beginn der Metaphysik der Sitten schreibt, auch das kennen Sie wahrscheinlich, es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille. Ich wiederhole den Satz nochmal, weil das ist natürlich ganz zentral für Kants Moralphilosophie. Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut gehalten werden könnte. Also er will damit sagen, wenn ich in die Natur, in die Welt schaue, sehe ich überhaupt nichts Gutes. Ich sehe nur Kausalketten. Aber dann sagt er, wenn es etwas Gutes gibt, dann einen guten Willen. Wo ist der? Na, im moralischen Subjekt. Sie sehen, also wenn Sie eine Ethik haben wollen, dann könnten Sie sagen, dass Kant uns hier natürlich darauf verweist, Ethik ist gar nicht anders denkbar, als wenn ich davon ausgehe, dass es doch so etwas gibt wie ein individuelles, mentales Leben und Erleben, das jenseits einer Quantifizierung durch die Naturwissenschaften steht. Denn wenn ich das nicht habe, dann würde Kant sagen, naja, dann kann ich auch überhaupt nicht moralische Maximen mehr denken. Und im gewissen Sinne ist das ein Problem des Behaviorismus, das jetzt bei diesem Kant-Zitat natürlich besonders gut vorkommt, weil Kant einerseits weiß, natürlich ist die Natur eine reine Kausalkette. Aber gerade deswegen, wenn ich trotzdem versuchen möchte, Moralität und Subjektivität zu retten, muss ich im gewissen Sinne so etwas wie einen guten Willen extrapolieren. Und das tut er dann in seiner Kritik der praktischen Vernunft. Also ich wiederhole nochmal so die, dann bin ich auch schon am Ende, ich wiederhole nochmal so die entscheidenden Positionen in Quines Philosophie. Also man kann sagen, für Quine sind alle unsere Überzeugungen und Theorien über die Außenwelt nur als Hypothesen zu verstehen. Da es die Welt nicht gibt, ist es sinnlos zu behaupten, eine Theorie weiche von der Welt ab. Theorien sind in ihren Koordinatensystemen zu falsifizieren. Und wie ich sagte, Quine geht dabei sogar so weit, das Koordinatensystem der Naturwissenschaften zumindest auf einer gleichen Ebene zu lokalisieren wie das Koordinatensystem der antiken griechischen Götterwelt. Neuronale Sinnesrezeptoren bilden die epistemologische Grundlage zwischen Außenwelt und zwischen Subjekt und Objekt. Dass auch die Sinnesreizrezeption selbst Verliebe sein kann, also dass wir auch nie eine verlässliche Quelle unserer Sinnesreize haben, widerspricht für Quine nicht seiner Überzeugung, sondern bestätigt vielmehr, dass keine Erkenntnisform absolut sein kann. Und in dem Sinne vertritt auch Quine eine deflationäre Wahrheitstheorie, das heißt eine sehr reduktionistische Wahrheitstheorie, denn dann ist zum Beispiel ein Beobachtungssatz genau dann wahr, wenn Sprecher einer Sprachgemeinschaft diese Wahrheit unter gleichen Reizbedingungen akzeptieren. Theorien sind unterdeterminiert, das heißt, ihr Erklärungsparadigma kann immer nur einen Teilbereich der Außenwelt abdecken. Vielen Dank.